Du weißt doch, Heino ist sie. Er hat den Absturz überlebt. Da wird die Operation auch überstehen. Ja, wäre es nicht das Beste für uns, wenn wir uns scheiden ließen? Du willst dich scheiden lassen? Ja, das ist doch auch in deinem Interesse, jetzt wo du mit Philipp zusammen bist, oder nicht? Sie schon wieder, was wollen Sie? Sie sind unzufrieden mit meiner Arbeit und ich mit der Art, wie Sie mich behandeln. Ich kündige. Heino Toppe. Er ist immer noch im OP. Die Verletzungen sind sehr schlimm. Es ist nicht klar, ob er den Angriff überlebt. Nein. Heino darf nicht sterben. Bitte, Kathi, beruhige dich. Was ist, wenn er stirbt? Er wird es schaffen. Du hast doch selber gehört, was die Schwestern gesagt haben. Was mit Heino ist, kann nur ein Arzt beurteilen. Wie können Sie das so einfach behaupten? Es ist alles meine Schuld. Hätte ich ihm bloß niemals dieses Flugzeug gerettet. Das darfst du jetzt nicht denken. Was ist denn los? Er stirbt. Das war ein Missverständnis. Die Schwestern haben sich eben über Heino unterhalten. Sie meinten, dass er die Operation nicht überstehen wird. Ich rede sofort mit Dr. Spangenberg. Dann wissen wir genau, was los ist. Wozu? Die Schwestern haben doch nur gesagt, was hier sowieso schon jeder weiß. Ob Heino überlebt oder nicht, das kann niemand wissen. Schon gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Ich bin gleich wieder da, okay? Ich will nichts essen. Ich will überhaupt nichts mehr. Komm, red nicht. Du warst doch jetzt nur so nett zu mir, damit ich schnell in die Scheidung einwillige. Sowas würde ich nicht tun. Du weißt ganz genau, dass ich mich immer bemüht habe, ehrlich zu dir zu sein. Ach ja? Und warum hast du mich dann vor den Altar gezerrt, um mich dann vor allen Leuten bloßzustellen? Bitte, Steffi, nicht schon wieder diese alte Geschichte. Deine miese Versöhnungsnummer. Nur damit ich Uli meinen Ladenanteil vermache. Ich wollte nur, dass ihr beide euch gut versteht. Du wolltest mich wieder ins Bett kriegen. Und hinterher verklickerst du mir dann so nebenbei, dass alles endgültig aus ist. Nein, so war's nicht. Ich hab mich schrecklich gefühlt danach. Steffi, ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Aber ich dachte, du bist froh, wenn ich dir die Scheidung anbiete. Du bist doch derjenige, der sich darüber freut. Aber wir sind schon lange nicht mehr zusammen und du bist mit Philipp glücklich. Du drehst immer alles so, wie es dir passt. Warum kapierst du nicht, dass ich es nur gut meine? Es hat einfach keinen Sinn. Ja, hau doch ab. Ich will sowieso nicht mehr mit dir verheiratet sein. Und? Heino wird noch operiert. Aber sein Zustand ist stabil. Ich hab's doch gesagt. Heino schafft es. Aber die Krankenschwestern haben was ganz anderes gesagt. Die haben doch keine Ahnung. Die wissen gar nicht, was im OP passiert. Aber warum dauert die Operation denn so lang? Hallo, Kathi. Kathi, es tut mir so leid. Gesundheit. Danke. Und, wie geht es Heino? Ich hab Christoph und Henning noch nicht erreicht, aber ich probier's gleich nochmal. Ich will niemanden mehr sehen. Meinst du nicht, wir sollten zusammen nach Hause fahren? Du musst was essen und schlafen. Ich bleib hier. Ich kann Heino nicht alleine lassen. Na gut, aber dann bleib ich auch hier, okay? Wollen wir noch kurz zu Christian? Ja, unbedingt. Kathi, wenn du uns brauchst. Wir sind immer für dich da. Egal wann. Hab keine Angst. Es wird alles wieder gut. Wenn Heine stirbt, dann will ich auch nicht mehr leben.
sie denn noch hier? Nichts. Soll ich Ihnen vielleicht ein Taxi rufen? Nein, danke, nicht nötig. War ja nur ein Angebot. Tut mir leid, das war nicht so gemeint. Ich bin einfach nur so sauer auf... Ärger mit Philipp? Nein, mit meinem Noch-Ehemann. Sie sind verheiratet? Auf dem Papier. Hm, verstehe. Vor einem halben Jahr ist er einfach abgehauen. Mit einer anderen Frau? Nein, nach Tibet. Angeblich, um sich selbst zu finden. Jetzt taucht er einfach wieder auf und will sich von mir scheiden lassen. Lieben Sie ihn denn noch? Was? Inzwischen hasse ich ihn. Warum sind Sie denn nicht froh, wenn Sie ihn loswerden? Ach, worum geht's nicht? Ich ärgere mich nur, dass ich wieder mal auf seine freundliche Masche reingefallen bin. Ich habe gedacht, er würde sich freuen, mich wiederzusehen. Dabei war alles nur Theater. Genau wie früher. Klingt, als wenn Ihre Beziehung nicht besonders glücklich war. Wenn Sie wüssten, was der mir alles angetan hat. Nett, dass Sie sich so schnell Zeit genommen haben. Das ist selbstverständlich. Wozu hat man doch Freunde? Zwei Personen? Ja. Ja, bitte. Hier vielleicht. Danke sehr. Eigentlich habe ich überhaupt keinen Appetit. Ich glaube, ich nehme nur ein Espresso. Und Sie? Was? Ja, ich auch. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir uns irgendwo anders hinsetzen? Irgendwo zieht es hier. Finde ich nicht. Bitte. Da drüben ist noch was weiter. So etwas wie vorhin ist mir überhaupt noch nicht passiert. Diese Frauen haben sich auf mich gestürzt wie die Geier. Ich musste regelrecht flüchten. Das klingt wirklich furchtbar. Was ist mit Ihnen? Haben Sie Kopfschmerzen? Nein. Wieso? Ist es Ihnen peinlich, mit mir gesehen zu werden? Nein, überhaupt nicht. Diese Leute sind mir vollkommen egal. Es gab Zeiten, da sind Sie mir hinterhergekrochen. Die Zeiten ändern sich. Bemühen Sie sich nicht. Keine Bange. Sie werden nie wieder in die Verlegenheit kommen, mit mir gesehen zu werden. Verstehen Sie jetzt, warum ich so sauer auf Nick bin? Mehr als Sie denken. Ich habe das alles auch schon mal mitgemacht. Manchmal habe ich das Gefühl, sowas passiert immer nur mir. Mein Ex-Freund hat mich auch mit meiner Schwester betrogen. Und wahrscheinlich hat er ihn genau wie Nick beteuert, dass er ihn nicht wehtun wollte. Männer erfinden die unglaublichsten Ausreden, wenn sie ihren Kopf retten wollen. Manchmal glaube ich, man kann gar keinem Mann mehr trauen. Frauen sind auch nicht besser. Jedenfalls habe ich vom Heiraten die Nase voll. Wieso erzähle ich Ihnen das eigentlich alles? Ich hoffe, Sie bereuen es jetzt nicht. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, ich hatte ein ganz falsches Bild von dir. Von Ihnen. Ich finde auch, dass wir uns duzen können. Wo wir sowieso die gleichen Erfahrungen mit Männern haben. War schon ein bisschen unglücklich, wie wir uns damals kennengelernt haben. Mhm. Und wer war schuld daran? Philipp. Genau. Und Philipp ist ein Mann. Mann. Das gibt's doch nicht. Ja. 22.600.000. In einer Woche? Mhm. Danach wird er nicht übel. Ja, bitte? Herr Kaufmann für Sie. Aha. Guten Morgen. Ich hoffe, ich störe nicht. Oh nein, keineswegs. Bitte nehmen Sie Platz. Vielen Dank. Ich bin eigentlich nur gekommen, um mich zu verabschieden. Sie wollen also schon los. Und die adelsstattliche Erklärung? Alles erledigt. Das soll ich glauben? Ich war gestern bei Gericht. Ausgezeichnet. Damit ist jetzt auch juristisch einwandfrei belegt, dass Clarissa eine Bigamistin ist. Und sie ist endgültig erledigt. Ohne ihre Hilfe hätten wir das niemals geschafft. Die arme Clarissa. Es kann einem was leid tun. Vielleicht hätte ich nicht auch noch die Scheidung anreichen sollen. Bitte kein falsches Mitleid, ihr Herr. Mein Gott, wie habe ich auf diesen Tag gewartet? Ich möchte jetzt wirklich nicht in Clarissas Haut stecken. Was passiert jetzt eigentlich mit ihr? Kommt sie vor Gericht?
Ja, zunächst einmal werden wir eine einstweilige Verfügung erwirken. Und dann wird es nicht mehr lange dauern und Clarissa, Gräfin von Anstetten, gehört endgültig der Vergangenheit an. Morgen. Heino? Oh, hallo. Hallo. Hier, trink erst mal Kaffee. Was ist mit Heino? Er wird immer noch operiert. Was machen die denn mit ihm? Das dauert ja jetzt schon die ganze Nacht. Ach, Heino schafft das. Du darfst nur die Hoffnung nicht aufgeben. Was soll ich mir denn jetzt noch vormachen? Du musst ganz fest daran glauben, dass Heino wieder gesund wird. Warum habe ich nur dieses verdammte Flugzeug gemietet? Ich fühle mich so schuldig. Ach, es war ein tragischer Unfall, Kathi. Du kannst überhaupt nichts dafür. Du willst mich doch nur trösten. Wenn ich die Maschine nicht gemietet hätte, dann wäre er niemals abgestürzt. Dann wäre vielleicht etwas anderes passiert. Gegen das Schicksal ist man machtlos. Das hat doch damit nichts zu tun. Wenn Heino stirbt, dann habe ich ihn auf dem Gewissen. Es kann gut sein, dass ich nach Südamerika zurückgehe. Das ist verständlich nach der langen Zeit, die Sie dort gelebt haben. Andererseits ist es auch gut möglich, dass ich mir hier in Deutschland eine neue Existenz aufbaue. Weil jetzt, wo meine Jugendsünden verjährt sind. Darf ich fragen, was du hier zu suchen hast? Das Gleiche könnte ich dich fragen. Ich dachte, du würdest endlich deine Sachen packen. Du bist hier auf Friedenau nicht mehr erwünscht. Das war ich noch nie. Aber bedauerlicherweise gehört mir die Hälfte des Schlosses. Ich begreife nicht, dass du nach allem, was passiert ist, immer noch hier wohnen kannst. Die Leute zeigen mit Fingern auf dich. Du bist ruiniert. Das habe ich euch zu verdanken. Von nichts kommt nichts. Du vergisst, was du unserer Familie angetan hast. Du hattest schon immer einen nachtragenden Charakter. Genau wie dein Vater. Du bist wirklich eine Pest. Dieses Kompliment kann ich getrost zurückgeben. Ich verstehe Steffi nicht. Ich habe es gut gemeint mit der Scheidung. Das kann ich mir auch nicht erklären, weshalb sie so impulsiv reagiert. Arno, du weißt, ich dachte, Steffi und ich könnten einfach Freunde werden. Das ist doch so. Sie ist glücklich mit Philipp. Vielleicht liegt ihr doch noch was an mir. Ach, mir scheint eher, ihr Stolz ist gekränkt. Du bist mit dem Scheidungsangebot zuvorgekommen. Ja, bei Steffi ist alles möglich. Morgen. Morgen, Philipp. Wie war es gestern mit Steffi? Habt ihr euch gut amüsiert? Sie hat Ihnen doch sicher gesagt, wie der Abend war, oder? Ich habe noch nicht mit ihr gesprochen. Sie hat schon geschlafen, als ich gestern Abend nach Hause gekommen bin. Tja, wir haben nur miteinander ein bisschen geplaudert. Aha. Besonders viel habt ihr euch nicht zu sagen gehabt. Tja, wie man es nimmt. Nach so langer Zeit. Ich habe mich ziemlich gewundert, dass Steffi so früh schon wieder da ist. Ach, Philipp, die beiden kennen sich gut. Da bringen sie einige Dinge auf den Punkt. Tja, ich gehe dann mal. Arno, ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut, Nick. Steffi erzählt Ihnen sicher, wie der Abend war. Sie beide sind schließlich zusammen und vertrauen einander. Was gibt es? Meine Kündigung. Legen Sie sie auf den Schreibtisch. Sehr wohl. Ich gehe dann jetzt. Leben Sie wohl und alles Gute. Warten Sie. Es tut mir leid. Es war nicht richtig, wie ich mich Ihnen gegenüber verhalten habe. Ich schätze Sie sehr und ich möchte nicht, dass Sie gehen. Sie würden die nächste Zeit hier sowieso allein sein, da ich verreisen muss. Wie lange, das kann ich noch nicht sagen. Jedenfalls würde ich mich sehr freuen, wenn Sie sich die Sache noch einmal überlegen. Nehmen Sie die Kündigung zurück. Bitte. Nein, ich will das nicht mehr. Wie lange dauert das denn noch? Ich halte dieses Warten einfach nicht mehr aus. Was ist mit Heino? Wie geht es ihm? Die Operation ist im Großen und Ganzen erfolgreich verlaufen. Ah
Heißt das, er kommt durch? Im Augenblick besteht keine akute Lebensgefahr mehr. Hast du gehört? Er wird leben. Davon gehe ich im Moment jedenfalls aus. Sein Zustand ist stabil. Er ist aber, das muss ich in aller Deutlichkeit sagen, noch nicht über den Berg. Heino! Bitte nicht. Ihr Freund braucht jetzt absolute Ruhe. Aber ich will ihn doch nur mal kurz sehen. Warten Sie, bis für ihn alles hergerichtet ist, hm? Kathi, Dr. Spangenberg hat recht. Heino, du darfst mich nicht verlassen. Ich liebe dich. Du packst? Wohin geht die Reise? Du könntest anklopfen, bevor du reinkommst. Hast du Geheimnisse? Hübsche Vase. Stell sie wieder hin! Mein Gott, klingst du verbittert. Wundert dich das? Schließlich hast du mich um mein Vermögen gebracht. Ich denke, ein bisschen ist noch übrig. Genug, dass du mir bei unserer Scheidung finanziell entgegenkommen kannst. Du bist aktiv geworden? Ich war so frei, die Scheidung anzureichen. Kein Gericht der Welt spricht dir mehr zu, als du bereits bekommen hast. So? Nun, das werden wir noch sehen. Das Einzige, was dich je im Leben interessiert hat, ist Geld. Wenigstens in diesem Punkt sind wir uns ähnlich. Mit dem feinen Unterschied. Ich habe mir mein Geld erarbeitet. Das ist dir ergaunert. Mit dieser Absicht bin ich auch hergekommen. Dann geh jetzt bitte. Bitte, ich kann nicht mehr. Okay. Mach's gut. Ach, hallo, Süße. Gehen wir essen? Ja, gute Idee. Ich brauche nur noch eine Sekunde. Kein Problem. Solange halte ich es gerade noch aus. Und wie war es gestern mit Nick? Wir haben nur kurz über die Scheidung geredet und das war's. Da wette das erste Paar, bei dem es keine Probleme mit der Scheidung gibt. Ja, es gibt auch Leute, die sich einig sind. Ist das bei euch so? Ja. Jetzt seid doch nicht so gereizt. Was ist nun? Bist du fertig? Ich habe nämlich Hunger. Gleich. Klopfen Sie an, bevor Sie hier reinkommen. Das hab ich doch. Ich brauche eine Unterschrift, bitte. Später. Ich mache jetzt Mittagspause. Können Sie das nicht eben noch schnell unterschreiben? Später, habe ich gesagt. Ich will den Brief noch durchlesen. Gott sei Dank ist Arno Brandner nicht so launisch wie Sie. Blöde Schnepfe. Sag mal, spinnst du? Warum bist du denn so unfreundlich zu ihr? Seit wann setzt du dich für Isabelle ein? Ich dachte, du magst sie nicht. Hat sich eben geändert. Verlässt uns? So schnell? Ich hab doch gar nicht mit deiner Abreise gerechnet. Lass mich in Ruhe und spar dir deinen Zynismus. Passt nicht zu dir. Bevor du gehst, solltest du noch etwas zur Kenntnis nehmen. Hier, lies. Was ist das? Eine einstweilige Verfügung, die dir ab sofort verbietet, dich weiterhin Gräfin von Anstetten zu nennen. Für welchen Namen hast du dich entschieden? Kaufmann oder Prozeski? Meine Niederlage genießt. Du hast Barbara fast in den Selbstmord getrieben. Du hast meine Ehe zerstört. Was hast du erwartet? Außerdem hast du immer versucht, uns von hier zu vertreiben. Spielt das jetzt nur eine Rolle? Weil du jetzt Friedenau verlässt. Hoffentlich für immer. Warum bist du nur so voller Hass? Wir haben es doch mal geliebt. Es ist jetzt nicht der passende Moment, von Liebe zu sprechen. Außerdem hast du dir das alles selbst zuzuschreiben. Und jetzt geh. Lass dich hier nie wieder blicken. Verstehst du? Nie wieder.
treffen. Wie geht's Heino? Es gibt soweit nichts Neues. Sein Zustand ist aber nach wie vor stabil. Wann wacht er aus der Narkose auf? Das dauert. Wir haben ihn in ein künstliches Koma versetzt. Für wie lange, das kann ich noch nicht sagen. Ist er denn noch in Lebensgefahr? Nein, zumindest nicht akut. Das ist alles ein bisschen viel für Sie. Ich möchte Heino sehen. Kann ich zu ihm? Frau von Sterneck, wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, gehen Sie jetzt nach Hause und schlafen Sie sich erst einmal in Ruhe aus. Aber ich kann ihn nicht alleine lassen. Was ist denn, wenn es ihm wieder schlechter geht? Wir tun alles für Ihren Freund. Und wenn er aufwacht? Es dauert noch ein paar Tage, bevor wir ihn aus dem künstlichen Koma holen. Darf ich Sie anrufen, damit ich weiß, wie es ihm geht? Selbstverständlich. Vielen Dank. Machen Sie sich keine Sorgen. Komm. Auf Wiedersehen. 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 Ich würde mich wirklich wahnsinnig gerne weiter mit Ihnen unterhalten, aber ich habe leider keine Zeit mehr. Zahlen bitte. 87 bitte. Sie müssen mich nicht einladen. Ach, keine Angst, der eine Kaffee ruiniert mich nicht. Stimmt so. Ja, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Sind Sie oft hier? Ab und zu. Ja. Ciao. Ciao. Warten Sie, Ihre Zeitung. Ach, ja. Vielen Dank. Es würde mich wirklich freuen, wenn wir uns noch mal sehen. Ja, das kann gut sein. Man läuft sich ja hier immer mal wieder über den Weg. Das gibt's doch wohl nicht. Was ist? Ärgerst du dich über deine neue Busenfreundin? So eine Schlange. Da macht man einmal einen Schritt auf sie zu und schon fällt sie einem den Rücken. Du hättest Clarissa sehen sollen. In einem so erbärmlichen Zustand habe ich sie noch nie gesehen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie so schnell abreisen würde. Fragt sich nur, wie lange. Du glaubst doch wohl nicht etwa, dass Clarissa jemals wieder hierher zurückkommt. Das weiß man bei Clarissa nie. Es ist ja nur schade, dass Barbara nicht hier ist. Es wäre auch für sie eine Genugtuung gewesen, Clarissa so am Boden zu sehen. Ja, bitte? Hier sind zwei Beamte von der Polizei, die Sie gerne sprechen würden. Führen Sie sie rein. Bitte schön. Guten Tag, mein Name ist Neuendorf. Kollege Krämer. Herr von Amstetten? Ja, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Es geht um Ihre Frau, Clarissa Gräfin von Amstetten. Sie ist nicht mehr meine Frau, wir sind seit Jahren geschieden. Aber sie wohnt noch auf Friedenau. Im Prinzip ja. Was heißt das? Dass sie noch hier wohnt, aber heute Morgen ist sie für längere Zeit verreist. Warum fragen Sie? Ja, ihr Fahrzeug ist auf einer Rheinbrücke gefunden worden. Die Türen waren offen und der Zündschlüssel steckte noch. Ich verstehe nicht ganz. Im Wagen waren sämtliche Papiere, aber von ihrer Ex-Frau fehlt leider jede Spur. Und was heißt das? Herr von Anstetten, wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen.